Achtung, dies ist eine Warnung an alle Leute, die dieses Video nicht ertragen wollen. Der Stabilisierer hat seine Aufgabe nicht so wirklich hinbekommen und deswegen sieht alles ziemlich komisch aus. Ich entschuldige mich dafür. Tschüss. In diesem Video geht es an einen Ort, wo ich meiner jüngeren Kindheit sehr, sehr oft war, ins Grefrather Freilichtmuseum. Und zwar eröffnete das Museum im Jahr 1973 und es ist ein sehr großes Museum, weshalb es auch einen Rundweg gibt. Dieser Rundweg umfasst das komplette Museum. Nebenan ist auch ein Eisstadion, was für jetzt nicht so Eisstadion-begeisterte Leute jetzt nicht so interessant wirken sollte. Aber für die, die sich für Autos interessieren, ist jetzt ihr Glückstag, denn es findet im Eisstadion, meistens in den Sommerferien, ein Oldtimer-OSK-Treffen statt. Also vielleicht solltet ihr euch mal informieren im Sommer. Jedes Mal, als ich im Museum war, habe ich so komische Wasserrutschen gesehen. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Inzwischen kann ich mir das selbst beantworten, und zwar sind das die Wasserrutschen vom Freibad, was jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes ist. Der Eintrittspreis ist mit 4,50 € für den Erwachsenen und 1,50 € für 6- bis 17-Jährige ziemlich günstig. Das könnte auch ein bisschen dafür sprechen, dass ich sehr begeistert bin, weil ich sehr, sehr oft da war.
Ein weiterer Grund, warum ich da so gerne war, ist die verschiedenen Veranstaltungen. Es gibt da einen sehr schönen Weihnachtsmarkt. Und jetzt 2020 sollte eigentlich bis Ende Februar 2021 eine Veranstaltung stattfinden. Und zwar die Kirmes kommt. Durch Corona wurde das jetzt eher so, ist abgesagt, aber ich sag's ein bisschen abgesagt, weil in einem Gebäude ist eine kleine Mini-Ausstellung mit ein paar alten Kirmesgeräten. Das müsste man aber auch im Video sehen. Circa da haben wir realisiert, dass wir doch dahin wollten und deswegen sind wir wieder zurückgelaufen. Tja, und jetzt seht ihr uns auch zurücklaufen, was jetzt wirklich ziemlich unnötig war. Tja. Circa da haben wir dann gestritten, ob da hinten so ein Aussichtsturm war oder nicht. Ziemlich unnötiger Clip. Clip. Tja, ich bin's nochmal aus dem Schnitt, weil ich pure Langeweile habe. Da habe ich mich drüber geärgert, dass ich im Weitwinkel zoomen wollte. Hab versucht, einen magischen Effekt zu machen. Und wir haben über das witzige Schild, dass man wie die Tischler 1,50 Meter Abstand halten soll, gelacht. Ziemlich unnötig, dass ich das jetzt nochmal wiederhole, aber es ist halt so. Die Nervensäge aus dem Schnitt meldet sich wieder, und zwar mit dieser Info. Es tut mir leid, dass es so viele Zeitraffer gibt, aber sonst wäre das Video doppelt so lang. Sorry. Hi, ich bin wieder. Kleine Frage, ihr könnt oben abstimmen, und zwar würdet ihr auf eine Treppe gehen, wenn ihr unten drauf tritt, dass die oben knirscht? Bitte könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr es rechts oben bei dem i beantworten. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Clip, wo ich wieder rumnerve. Ich nerve mal wieder, und zwar mit der kleinen Info. Da war ja ein so ein, sagen wir mal, Hellseher-Männchen. Da konnte man echte 50 Cent einwerfen. Der hat auch funktioniert und man konnte mal sein Sternzeichen eingeben. Also Knopf drücken. Und ich glaube da zwar nicht wirklich so dran, aber es hat wirklich funktioniert. Die Sachen, die ich wirklich schon, die wirklich zu mir passen, stimmen da auch. Da rechts war der, ja, da. Also, also ehrlich, das wird doch langsam langweilig. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal so. Wie kindisch muss man jetzt noch sein? Ach du heilige Scheiße.
Papa. Die nächste Frage ist, wie komme ich hier wieder runter? Komm mal her. Wo? Oh, tatsächlich. Da passe ich nicht durch, dafür bin ich zu breit. Ich kann den nur wieder so runter. Mit dem Handy in der Hand. Selbst die lachen mich aus. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt gut, weil das lasse ich drin als Blooper. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr stylische Idee, ne? So, als zwischendurch mal, wenn man mal Langeweile hat, kann man hier so rutschen. Ich höre Scheiße. Tada, geschafft, nur 10 Minuten gebraucht. Und jetzt nochmal Speedrun. Das Problem, wenn man 1,80 groß ist und Höhenangst hat. Ja, immer noch. Hört auf mich auszulachen, ihr blöden Esel. Papa. Ich beeil mich ja schon. Ach, geht doch. Los, ab zu den Eseln, du. Sehr toll, wirklich. Ich finde die Kackbilder nicht mehr. Tja. Meh. Ach nee, das war das falsche Tier, ne? Das ist keine Bitte, Benjamin. Das ist irgendein Gerät, womit die Tiere ab früher gearbeitet haben. Ja, die Tiere. Das Pferd ist ein königliches Pferd. Ja, hat einen Bierbauch wie du. Nee, hast du das Branding nicht gesehen? Mit einer Krone drauf, links. Und hinten links vom Bein. Nee? Pass auf, ich zeig's jetzt. Hör auf, mich zu verarschen. Nee, das meine ich jetzt ernst. Das hätte er bitte nur auf einer Seite haben, oder? Hinten das andere Beinchen dran. Ey, dreh dich. Los, Pferd, dreh. Das Tier hat halt wirklich eine Krone. Bitte einmal zoomen. Und zurück. Komm, wir gehen weiter. Wenn ich dann da gerade im Sommer, das hat mir immer so gepiekst, die Steine. Ich weiß, das fand ich immer so schön. Ich weiß ja noch. Hat die der Sommer gepiekst? Nö, dich. Deswegen fand ich das schön. Ach, wie möglich. Ey, da ist ein Huhn. Und da ist noch ein Huhn. Da ist noch ein Huhn und noch eins. Und ich gehe jetzt in dieses wunderbare Gebäude. Wenn da nicht schon Menschen drin sind. Mach auf. Kann ich. Kein Blitz, ist ja wieder toll. Früher. Leere Zimmer. Guck mal, das finde ich wirklich nett. Ich würde mir sonst immer den Kopf stoßen, habe ich ja vorhin. Natürlich habe ich. Ey, das sind Hühner. Sind die echt? Oh, da ist ein Itke. Ein Schweinchen. Hi. Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell weiter. Die sehen nicht sehr nett aus. Einmal schön ums Gebäude rum. Also, ich. Im Video sieht es ungefähr so aus. Achtung, da sind gemeingefährliche Hühner. Ich bin einmal ums Gebäude gerannt, weil ich keine Lust hatte, denen zu begegnen. Keine Ahnung. Guck mal, da ist ein Edgar. Da filmt jemand. Wenn du meinst. Das sind mehr Hähne als Hähnchen. Ach Gott, ey. Kann nur an Essen denken, der Typ. Da wohnen die Hähnchen.
Hier kacken die Hähnchen, da futtern die Hähnchen und da besetzen die den Platz, die Hähnchen. Ganz, ganz schlechtes Vorbild. Hier sind ganz viele Hähnchen. Da, die kann ich alle aufessen. Nein, kannst du nicht. Da wohnen die Hähnchen, hier kacken die Hähnchen, da essen die Hähnchen, da sperren die Hähnchen den Platz. Da ist dein Gockel. Ach, Gockel, Esel. Esel, nichts füttern. Ach, Esel. Kolikgefahr. Glückwunsch, ich bin wieder da und ich sage jetzt nur irgendetwas, um das Zeitraffer zu überspringen. Tja, was sagt ihr zu diesen Hähnchen? Ich finde, die sind viel fauler. Viel zu faul. Das hier kein gutes Gartenwerkzeug ist, ne? Oder das hier oder das hier, dann weiß ich auch nicht. So, mach das. Ich geh schon mal raus, ne? Ja, also. War doch ganz schön hier heute, ne? Wie lange waren wir denn hier? Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viel Uhr? 17.11 Uhr. 2 Stunden. Boah, gute 2 Stunden, ja. Jetzt heißt es nur noch zum Eingang laufen. So, da vorne ist der Ausgang. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zum Ausgang, zum Auto laufen. Und dann ins Auto steigen. Und losfahren. Bitte seien Sie vorsichtig. Danke. Mit einer Vorgabe oder mit einer Regel. Und das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ich muss jetzt ins Schlafen gehen, sonst bin ich morgen der schlechteste Kameramann der Welt. Tschüssi.